Das Thema dieser Vorlesung ist der Zellzyklus. Das ist der Prozess, in dem aus einer Zelle zwei Zellen werden. Ein ganz wichtiger Lebensvorgang, nämlich nur durch diese Zellteilung können wir uns regenerieren. Ja, was passiert, wenn der Zellzyklus durch chemische Substanzen gestört wird? Da ist einmal die Hemmung des Zellzyklus. Und das kann zu sogenannten Aplasien führen. Das heißt, es sind zu wenige Zellen in einem Gewebe da. Besonders bekannt die Knochenmarksaplasie, die durch manche Chemikalien ausgelöst wird. Und das kann zu Immundefiziten führen. Aber noch viel wichtiger, das ist, wenn der Zellzyklus in unkontrollierter Weise zu viel abläuft. Das kommt dann zunächst zu Hyperplasien von Geweben und zur Krebsentstehung. Schauen wir uns erstmal an, was das eigentlich ist, die Zellteilung. Das hier ist eine Leberzelle, die wir in Kultur gebracht haben. Außerdem wurde ein Wachstumsfaktor zugesetzt, hier der epidermale Wachstumsfaktor. Und Sie sehen jetzt, was diese Leberzelle macht. Aus einer Zelle werden zwei. Klassische Zellteilung. Hier eine ganz besondere Situation. Das ist eine Leberzelle, die gerade gestorben ist. Und hier sind einige wenige, die überlebt haben. Starten wir das Video. Die überlebenden Zellen fühlen sich von der gerade gestorbenen Zelle angezogen. Die erste Zelle teilt sich. Jetzt achten Sie mal auf diese Zelle. Zelle mit einem Kern. Schnürt sich durch und zwei Zellen sind raus geworden. Und das ist auch sehr typisch. Die sterbende Zelle sendet Signale aus in Form von Wachstumsfaktoren und signalisiert damit den Nachbarn, ich sterbe jetzt, kommt und ersetzt mich, teilt euch. Das ist diese Kommunikation unter den Zellen. Und ja, das erfordert alles die Zellzyklusprogression. Das ist das Leberläppchen, das Sie aus der letzten Vorlesung kennen, die kleinste Funktionseinheit der Leber. Und durch Gifte, zum Beispiel Paracetamol oder Tetraglokohlenstoff, entsteht im Zentrum des Leberläppchens eine Nekrose. Das sind dann die Zellen tot. Und wiederholen wir nochmal, was da passiert. Nekrose. Und anschließend teilen sich die Zellen, die hier braun aufblinken, und schließen die Lücke wieder. Das ist ein Prozess, der in etwa 6 bis 10 Tagen abläuft. So regeneriert sich ein toxisch geschädigtes Gewebe. Und das ist auch sehr wichtig, dass Gewebe sich auf diese Art wieder regenerieren können. Doch jetzt zeige ich Ihnen etwas, was passiert, wenn die Regeneration nicht anhält, wenn das Gewebe repariert ist. Hier sehen Sie Zellen, die sich zu viel teilen. Und was passiert dann? Es wächst ein Tumor heran. So kann man sich das vorstellen, wenn Krebs entsteht. Die letzten beiden gezeigten Videos waren Modellsimulationen, die jedoch auf echten mikroskopischen Aufnahmen beruhen und davon abgeleitet worden sind. Ja, wo spielt die Proliferation und die der Zellzyklus eine Rolle? Wenn ein DNA-Schaden entstanden ist und dann durch Zellteilung daraus Mutationen entstehen. Auch wenn Onkogene aktiviert werden und Tumorsuppressorgene inaktiviert werden, das ist nur möglich mit Proliferation. Und auch dann müssen sich die Zellen noch mehrmals teilen, bis ein Tumor daraus entsteht. Also Zellzyklusprogression ist ganz unabdingbar dafür, dass Tumore entstehen. Und darum entstehen Tumore auch bevorzugt in Geweben, die sich sehr viel teilen, wie im Knochenmark oder am Darmepithel. Das sind Gewebe, die sich typischerweise viel teilen. Dagegen andere Gewebe, Herzmuskelzellen, teilen sich kaum. Und da entsteht auch so gut wie kein Krebs. Ja, das ist eine Vorlesung überwiegend für Erstsemester. Drum vereinfachen wir den jetzt gleich beschriebenen Prozess der Zellzykluskontrolle. Ich muss allerdings vorausschicken, dass alleine schon in Lehrbüchern, wo das beschrieben wird, also da ist zum Beispiel die molekulare Zellbiologie von Lodisch oder
The Cell, das sind Lehrbücher, wo das beschrieben wird. Der Zellzyklus macht in der Regel 100 Seiten in solchen Lehrbüchern aus. Und es ist eine gewisse Herausforderung, das jetzt in der nächsten halben Stunde zusammenzufassen. Es wird Vereinfachungen geben. Trotzdem soll es Ihnen einen roten Faden an die Hand geben, von dem aus Sie sich dann orientieren können. Ja, die Grundlagen. Der Zellzyklus beinhaltet, dass aus einer Zelle hier zwei Tochterzellen werden. Damit das möglich ist, müssen zunächst sich die Chromatiden verdoppeln durch DNA-Synthese. Und diese beiden Chromatiden werden dann in der Mitosephase auf zwei Tochterzellen verteilt. Wir haben also eine Phase der DNA-Synthese, abgekürzt S wie Synthese, und eine Phase der Zellteilung, abgekürzt M wie Mitose. Zwischen dieser S- und M-Phase befinden sich zwei G-Phasen. G steht für Gap. Die G1-Phase dient dazu, dass hier die DNA-Synthese vorbereitet wird. Die Zelle stellt also die Enzyme her, die für DNA-Synthese benötigt werden. Und danach gibt es die G2-Phase. Hier bereitet sich die Zelle auf die Mitose vor. Also ganz wichtig, diese grundlegenden Vorgänge. Jetzt stellen wir als nächstes die Frage, was sind eigentlich die molekularen Mechanismen, die diesen Prozess vorantreiben? Nun, die Motoren des Zellzyklus sind sogenannte zyklinabhängige Kinasen und Zykline. Zyklinabhängige Kinasen sind per se inaktiv. Sie werden erst aktiv, wenn ein Zyklin dran bindet. Und was machen sie dann? Sie phosphorylieren, das heißt, sie übertragen Phosphatgruppen auf Proteine, da bevorzugt an die Aminosäuren Serin oder Threonin. Und ja, was hat es damit auf sich, dass Phosphatgruppen übertragen werden? Das ist wie ein An- oder Ausschalter. Dadurch wird die Funktionalität von Proteinen verändert im Sinne von An- oder Aus. Das werden wir gleich noch im Einzelnen besprechen, wie das funktioniert. Doch zunächst einmal, wie kann man sich das vorstellen, dass dadurch, dass ein Zyklin an die von ihm abhängige Zyklinkinase bindet, dass dadurch die Kinase erst aktiv wird? Das wird klar, wenn wir uns die Strukturformel anschauen. Also das hier ist die zyklinabhängige Kinase, die wie jedes Protein aus diesen Alpha-Helices, Beta-Faltblättern und einfachen Aminosäureketten bestehen. Und hier ist das aktive Zentrum. Hier muss also ein Protein dran binden und dort wird dann die Phosphatgruppe übertragen. Doch die Kinase ist inaktiv, weil dieser Bügel aus Aminosäuren den Substratproteinen den Zugang zum katalytischen Zentrum versperrt. Und wenn jetzt ein Zyklin kommt, hier beispielhaft gezeigt für das Zyklin A, diese violette Struktur, dann bindet die nicht nur an die Kinase, sondern greift sich quasi diesen Bügel, der sonst den Zugang zum katalytischen Zentrum versperrt, und biegt das auf. Und jetzt können Proteine an das katalytische Zentrum binden. Also man sagt in der Fachsprache, Zyklin A bedingt eine Konformationsänderung der Kinase, sodass Substrate Zugang zum katalytischen Zentrum bekommen. Wichtig auch, es gibt nicht nur ein Zyklin, sondern vier Zykline, D, E, A und B, die im Wesentlichen den Vierzellzyklusstadien zugeordnet sind, nämlich G1, S, G2 und M. In Lehrbüchern wird das in der Regel so dargestellt, hier sind die Zellzyklusstadien und das sind die Komplexe aus dem Zyklin, also am Anfang Zyklin D mit der entsprechenden abhängigen Kinase. Und was Sie hier entnehmen können, das ist wichtig. Also ein Zyklin wird gebildet, aber auch nach einer bestimmten Zeit wieder abgebaut.
Es überlappt dann mit dem nächsten Cyklin, wird gebildet, aber wieder abgebaut. Und am drastischsten ist das für das letzte Cyklin, das Cyklin B, beschrieben. Das hat seine stärkste Expression zu Anfang der Mitose und dann wird es schlagartig abgebaut. Und das ist sehr wichtig. Also wenn Zykline nicht im richtigen Moment wieder abgebaut werden, dann kann der Zellzyklus nicht richtig ablaufen. Dann stirbt die Zelle in der Regel oder schlimmer, sie entartet und es wird eine Krebszelle draus. Also ganz wichtig, Zykline müssen im richtigen Moment wieder abgebaut werden. Wie funktioniert das? Für den Abbau ist die sogenannte Abbaubox zuständig. Das ist eine Sequenz von Aminosäuren, die man in vielen Proteinen findet und so auch in allen Zyklinen. Und an diese Abbaubox kann ein bestimmtes Protein binden, das man allgemein als Erkennungsprotein bezeichnen kann. Es gibt dafür viele weitere Namen, wir sagen der Einfachheit halber Erkennungsprotein. Das Erkennungsprotein bindet also an die Abbaubox und dadurch ermöglicht es einem kooperierenden Protein, der Ubiquitin-Ligase, Ubiquitine in Nachbarschaft der Abbaubox an das Protein anzuheften. Ubiquitine sind kleine globuläre Proteine, die hier durch diese Kreise symbolisiert sind. Und diese Ubiquitin-Kette signalisiert jetzt einem weiteren Protein, dem sogenannten Proteasom, dieses Protein muss abgebaut werden. Das Proteasom ist wie eine Häckselmaschine, die jetzt das Protein zerschneidet zu kleinen Peptiden und damit kann es wieder in den Stoffwechsel verwendet werden. Aber wenn wir hierfür einen Vergleich bemühen, dann ist das Erkennungsprotein, also das, was an die Abbaubox bindet, wie ein Förster, der weiß, wo in seinem Wald zu viele Bäume sind. Und der macht ein Kreuz auf die Bäume, die gefällt werden sollen. Das entspricht dem Ubiquitin. Und dann kommt der Holzfäller, das entspricht dem Proteasom, der dann nur schaut, auf welchen Bäumen sind Kreuze. Und dann hat er seine Säge dabei und zersägt den Baum. Also wichtiges Prinzip, verschiedene Proteine arbeiten zusammen, um das Cyklin abzubauen. Doch wie wird es jetzt ermöglicht, dass das Cyklin gerade im richtigen Moment abgebaut wird? Es muss ja während eines bestimmten Zeitfensters aktiv sein und dann muss es verschwinden. Und was wir jetzt besprechen, ist ein ganz grundlegender Prozess, wie Leben sich organisiert. Denn oft ist es ja so, dass Aktivitäten nur zu bestimmten Entwicklungsphasen stattfinden müssen, gerade auch bei der Embryonalentwicklung, bei allem, was zeitlich eng gestaffelt ist, so auch beim Zellzyklus. Also wie funktioniert das? Und was jetzt kommt, ist etwas schwieriger. Wer das verstanden hat, hat sehr viel von der Biologie verstanden. Dieser grüne Faktor symbolisiert das Cyklin B. Violett ist die durch Cyklin B aktivierte Kinase. Und die Kinase aktiviert jetzt allerlei Proteine, die den Zellzyklus voranbringen. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Doch sie phosphoryliert und aktiviert damit noch ein anderes Protein, nämlich das Erkennungsprotein, über welches wir gerade gesprochen haben. Hier ist der Spezialname APC, aber das muss uns jetzt nicht weiter kümmern. Also die Kinase überträgt dann Phosphat auf das Erkennungsprotein und aktiviert somit das Erkennungsprotein. Und das Erkennungsprotein überträgt, also ermöglicht es jetzt der Ubiquitin-Ligase, Ubiquitine auf das Cyklin B zu übertragen. Und dann kommt das Proteasom und zerhäckselt das Cyklin B. Und das raffinierte Prinzip hierbei ist, dass somit das Cyklin B durch Aktivierung der Kinase, sobald es entsteht, gleich die Maschinerie aktiviert, die zum Abbau führt. Oder in anderen Worten, das gerade geborene Protein leitet seinen eigenen Untergang ein. Und nur während des Zeitraums, bis der Abbau dann bewerkstelligt wird, kann es seine Aktivitäten entfalten. So wird es ermöglicht, dass Proteine
nur zu ganz bestimmten zeitlichen Phasen aktiv sind. Jetzt haben wir also besprochen, wie es möglich ist, dass Zykline zu ganz bestimmten Zeitpunkten wieder abgebaut werden. Doch jetzt zurück zum Anfang. Warum wird es überhaupt gebildet? Also was bewirkt, dass das erste Zyklin, das ist das Zyklin D, überhaupt gebildet wird? Nun, die D-Zykline, sagt man, sind die Sensoren für Wachstumsfaktoren. Also Wachstumsfaktoren sind dafür verantwortlich, dass diese Zykline in der Zelle überhaupt gebildet werden. Was sind Wachstumsfaktoren? Das sind ganze Familien. Zum Beispiel Östrogene sind Wachstumsfaktoren. Die werden überwiegend von den Ovarien gebildet und entfalten ihre Wirkungen dann fern vom Bildungsort, zum Beispiel an den Epithelzellen der Brustdrüse oder bei Patienten auch in östrogenabhängigen Tumoren. Aber auch sterbende Zellen, das Beispiel haben wir in dem Video gesehen, setzen während der Sterbephase Wachstumsfaktoren frei und signalisieren damit ihren Nachbarn, teilt euch, ersetzt mich. Der Wachstumsfaktor kommt in der Regel durch das Blut oder durch die Interzellulärflüssigkeit und bindet an einen Rezeptor, ein Protein, das häufig auf Zelloberflächen anzutreffen ist. Durch die Bindung des Wachstumsfaktors an den Rezeptor wird dann eine Signaltransduktion ausgelöst. Das besprechen wir im Detail noch in einer der nächsten Vorlesungen. Und dann wird von der DNA die Information für Zyklin D abgelesen. Also es entsteht erst Zyklin D Messenger-RNA und daraus das Zyklin D-Protein. Das Zyklin D aktiviert jetzt die ihm zugehörigen Zyklinkinasen und die entfalten dann ihre weiteren Wirkungen. Was sind diese Wirkungen? Mit die wichtigste ist, dass das Zyklin D und die durch es aktivierte Kinase das sogenannte Retinoblastomprotein phosphoryliert. Was ist das Retinoblastomprotein? Das ist ein Protein im Zytoplasma jeder Zelle und Retinoblastomprotein bindet das E2F. Jetzt kommen allerlei Fachbegriffe, aber E2F ist ein Transkriptionsfaktor, vermittelt, dass bestimmte Gene exprimiert werden, und zwar Gene, die den Zellzyklus voranbringen. Das haben wir oft in der Zelle, dass bestimmte Funktionsproteine dadurch inaktiviert werden, dass sie an andere Proteine gebunden sind. Und wenn jetzt die durch Zyklin D aktivierte Kinase Phosphatgruppen auf das Retinoblastomprotein überträgt, dann wird das Retinoblastom an dieser Stelle negativ aufgeladen. Denn Phosphatgruppen tragen eine negative Partialladung. Und wenn diese negativen Ladungen jetzt in der Nähe von negativen Ladungen des E2F-Proteins eingeführt werden, dann stößt sich negativ und negativ ab. Das E2F verlässt die Bindung zum Retinoblastomprotein und kann jetzt seine Aktivitäten entfalten. Was sind die Aktivitäten des E2F? Es stimuliert die Transkription von Zyklin E und der abhängigen Kinase. Das ist das nächste Zyklin im Zellzyklus. Und erst das Zyklin E und die abhängige Kinase, die vermitteln jetzt, dass ganz bestimmte Enzyme transkribiert und gebildet werden. Enzyme wie die Hydrofolatreduktase, DNA-Polymerase Alpha. Das sind Enzyme, die benötigt werden, damit die DNA-Synthese stattfindet. Und jetzt sind wir endlich so weit, dass ja die S-Phase, die Synthesephase, vorbereitet wird, nämlich die Enzyme für die DNA-Synthese werden gebildet. Man kann sich wundern, warum so umständlich? Warum geht das nicht sofort? Also ein Wachstumsfaktor klopft an und sofort wird die DNA-Synthese eingeleitet. Nun, so hat die Zelle das nicht organisiert. Diese ganzen Zwischenstufen, die uns vielleicht als unnötiges Vorgeplänkel erscheinen können,
haben wichtige regulatorische Funktionen. Denn eine Zelle darf nicht so einfach, vielleicht auch als Fehlentscheidung, in die Zellzyklusprogression laufen, sondern in diesen Vorstufen besteht noch die Möglichkeit, diesen Prozess anzuhalten. Das dient also der verbesserten Regulation. Nun sind wir also im Zellzyklus so weit fortgeschritten, dass das Zyklin D die Bildung von Zyklin E bedingt hat. Zyklin E stößt die Bildung von Zyklin A an. Und jetzt wird das letzte Zyklin in der Reihe, das Zyklin B, gebildet, welches die Mitose kontrolliert. Und das möchte ich mit Ihnen ein bisschen genauer besprechen, wie das funktioniert. In der Mitose muss aus einem Zellkern müssen zwei Zellkerne werden. Und ja, wie wird das bewerkstelligt? Das Erbmaterial befindet sich ja hier im Zellkern und das Ganze ist begrenzt von einer Kernfaserschicht, hier rot gezeichnet, und drumherum ist noch die Lipid-Doppelmembran. Und damit die Chromatiden, die sich hier drinnen befinden, auf zwei Kerne verteilt werden können, muss sich die Kernfaserschicht vorübergehend auflösen und dann müssen wieder zwei Kerne gebildet werden. Wie geht das? Schauen wir uns dazu zunächst an, wie diese Kernfaserschicht aussieht. Sie ist so aufgebaut, wie man in dieser elektronenmikroskopischen Aufnahme sehen kann, lauter Fasern, die senkrecht zueinander verlaufen und dadurch ein stabiles Gerüst bilden. Diese Kernfasergerüstschicht besteht aus einzelnen Bausteinen, ist so zusammengesetzt, und diese Bausteine heißen Laminfilamente. Diese Laminfilamente passen an ihren Enden zusammen und können sich so zu diesem Gerüst zusammenfügen. Und jetzt passiert Folgendes. Zyklin B aktiviert, wie wir das schon generell für die Zykline gesehen haben, eine ihm zugehörige Kinase. Und die Kinase überträgt jetzt Phosphatgruppen an die endständigen Aminosäuren, das ist das Serin, an das endständige Serin der Laminfilamente. Und was passiert dadurch? Dadurch werden negative Ladungen an den Enden der Laminfilamente eingeführt, wo die sich normalerweise zusammenfügen. Und Negatives stößt Negatives ab und somit fliegt das ganze Kernfasergerüst auseinander durch die Einführung dieser negativ geladenen Phosphatgruppen. Wir können also sagen, das können wir verallgemeinern. Frühe Mitosevorgänge sind Folgen der Phosphorylierung durch Zyklin B und der abhängigen Kinase. Und ja, so kommt es zur Phosphorylierung der Kernlamine und der Auflösung der Kernfaserschicht. Und es gibt viele weitere Prozesse, die ebenfalls durch Phosphorylierung ausgelöst werden, wie zum Beispiel, dass sich die Chromosomen kondensieren. Das wird über bestimmte Proteine vermittelt, die die Konformation der Chromosomen steuern, die sogenannten Histone. Ein weiteres Beispiel ist auch, dass sich die Proteinbrücke zwischen Schwesterchromatiden auflöst. Das ist Folgendes, das sind die beiden Schwesterchromatide, die in der Synthesephase gebildet worden sind. Und die werden durch eine Proteinbrücke verbunden. Und wenn nun die Schwesterchromatide zu den beiden Kernen der Tochterzellen wandern, dann muss diese Proteinbrücke erst aufgelöst werden. Und das wird nach dem uns schon bekannten Mechanismus bewerkstelligt. Die durch Zyklin B aktivierte Kinase überträgt Phosphatgruppen auf die Erkennungssequenz, auf das Erkennungsteil der Proteinbrücke. Und dadurch wird dann Ubiquitin angeheftet und die Proteinbrücke kann abgebaut werden. Und damit ist die Voraussetzung gegeben, dass es die Schwesterchromatiden zu den Spindelpolen gezogen werden. Doch damit sie dahin gezogen werden, müssen sich diese Filamente, das sind die Myosin-Filamente, die müssen sich kontrahieren.
Und hier wird es jetzt ganz wichtig, diese Kontraktion ist erst möglich, wenn hier das Zyklin B abgebaut worden ist. Also wichtiges Prinzip, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte der Mitose und diese zweite Hälfte ist nur möglich, wenn die Dephosphorylierung überwiegt. Und dazu muss noch etwas Grundsätzliches gesagt werden. Phosphorylierung ist ein Prozess, der spezifisch angestoßen wird. Da müssen ganz spezielle Vorgänge ablaufen, zum Beispiel über Zykline vermittelt, dass dann die Kinasen überhaupt erst aktiv werden. Hingegen gibt es in der Zelle stets dephosphorylierende Enzyme, das sind die sogenannten Phosphatasen, die immer vorhanden sind. Das heißt, wenn nicht spezifisch eine Phosphorylierung angestoßen wird, überwiegt in der Zelle immer die Dephosphorylierung. Und dafür möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, das Myosin. Myosin liegt in der frühen Mitosephase an zwei Stellen phosphoryliert vor, an einer inhibitorischen und an einer aktivierenden Stelle. Und kontrahieren kann sich das Myosin aber nur, wenn es an der inhibitorischen Stelle dephosphoryliert und an der aktivierenden Stelle noch phosphoryliert ist. Und das passiert jetzt durch Phosphatasen, nachdem das Zyklin B abgebaut worden ist. Das Phosphat an der inhibitorischen Stelle wird abgespalten und das Myosin kann sich jetzt kontrahieren. Die Schwesterchromatiden werden zu den Spindelpolen gezogen. Und noch ein Vorgang in der zweiten Mitosehälfte, der durch Dephosphorylierung gesteuert wird. Sie erinnern sich, die Laminfilamente haben sich wechselseitig abgestoßen. Sie haben sich abgestoßen, weil Phosphatgruppen durch die Kinase an den Serinenden eingeführt worden sind. Und jetzt wird durch die Phosphatasen diese Phosphatgruppen wieder abgespalten und dadurch kann sich dann in der späten Mitose könnten sich die Laminbausteine wieder zusammenlagern. Sie bilden zunächst solche Vesikel, die werden immer größer, bis dann die gesamte Kernfaserschicht wiederhergestellt wird. Und so wurde bewerkstelligt, dass sich jetzt die Schwesterchromatiden auf zwei Kerne verteilen konnten. Und drumherum wird wieder eine Kernfaserschicht geschlossen. Und ich denke, mit diesen Beispielen, damit wollte ich Ihnen verdeutlichen, dass durch einen scheinbar so einfachen Vorgang wie das Anheften einer Phosphatgruppe an Proteine und das Abspalten wieder im richtigen Moment. Allein dadurch können so komplexe Vorgänge wie die, die wir jetzt besprochen haben, kontrolliert werden. Ja, wir sind jetzt also einmal um den Zellzyklus gewandert und ja, Sie sollten in Erinnerung behalten, dass das durch die vier Zykline reguliert wird und dass Phosphorylierung und Dephosphorylierung hierbei ganz zentrale molekulare Mechanismen sind. Jetzt noch ein paar Einzelheiten zu bestimmten wichtigen Proteinen. Wie wird die Zellzykluskontrolle gesteuert? Da ist ein ganz wichtiges Protein, das Tumorsuppressorprotein P53. Wenn DNA geschädigt wird, zum Beispiel dadurch, dass Chemikalien an die DNA binden, dann kommt es zu mehr P53. Man spricht von P53-Akkumulation, weil seine Halbwertszeit länger wird. P53 wirkt als Transkriptionsfaktor und führt dazu, dass ein weiteres Protein gebildet wird, das P21. Das machen die Zellbiologen übrigens gern, wenn sie Namen vergeben müssen. P für Protein und dann eine Nummer. Und das P21, das jetzt gebildet worden ist, das kann binden an Komplexe aus bestimmten Zyklinen und davon abhängigen Kinasen. Und dadurch werden diese Kinasen in ihrer Aktivität gehemmt und somit kann der Zellzyklus nicht weiter fortschreiten. Und zwar in der G1-Phase des Zellzyklus. Und somit vermittelt das Tumorsuppressorprotein P53 einen Zellzyklusarrest. P53 ist ein ganz zentrales
Tumorsuppressorprotein, das drei Hauptfunktionen ausübt. P53 ist ein Tumorsuppressorprotein, also ein Protein, welches verhindert, dass gesunde Zellen zu Krebszellen werden. Und wie macht es das? P53 hat im Wesentlichen drei Wirkungen. Die eine haben wir eben schon besprochen, den Zellzyklusarrest, also den G1-Block. Der tritt ein, wenn es zu DNA-Schäden gekommen ist, dann wird der Zellzyklus zunächst einmal eingehalten. Als zweites wird dann DNA-Reparatur stimuliert. Die DNA-Reparaturaktivität wird also in der Zelle, deren Zellzyklus angehalten ist, hochgefahren. Und idealerweise werden dadurch die verursachten DNA-Schäden repariert. Und wenn das gelingt, dann kann der Zellzyklus weiterlaufen, der G1-Block wird aufgehoben und alles geht weiter so wie normal. Wenn das aber nicht gelingt, wenn es nicht möglich ist, in einer angemessenen Zeit sämtliche DNA-Schäden zu reparieren, dann macht die Zelle über P53 vermittelt etwas ganz Besonderes, nämlich Apoptose. Apoptose ist der programmierte Zelltod und ja, so wird über P53 dann der kontrollierte Zelltod eingeleitet. Das ist ein Vorteil, weil dadurch, ohne dass es zu viel Entzündung kommt, die Zelle entfernt wird und sie keine Chance hat, zu einer Krebszelle zu werden. Also Apoptose durch P53 vermittelt schützt demnach vor Krebs. Ist übrigens noch in vielen anderen Entwicklungsprozessen wichtig. Sie wissen sicherlich, dass wenn aus der Kaulquappe ein Frosch wird, dann verliert die Kaulquappe ihren Schwanz und das wird ebenfalls durch Apoptose abgebaut. Oder auch in unserer embryonalen Entwicklung. Unser Hirn ist zunächst viel zu groß angelegt, die ganzen Zellen würden nicht in den Schädel der Größe passen, wie wir ihn haben. Und durch Apoptose werden dann etliche Neurone abgebaut, sodass das Gehirn während unserer Entwicklung die Größe entwickelt, sodass es dann in den Schädel passt. Dies nur als zwei Beispiele, wo Apoptose sonst noch eine Rolle spielt. Ich hatte eingangs bereits gesagt, dass wir ein bisschen vereinfachen. Und Sie sollten nur wissen, dass zyklinergabige Kinasen nicht alleine durch Zykline aktiviert werden, durch die Zyklinbindung. Das sind komplexere Prozesse. Es gehören zusätzlich noch Phosphorylierungen an aktivierenden Domänen zu Dephosphorylierungen an inaktivierenden Domänen. Und das P21 ist auch bei weitem nicht das einzige Protein, welches Komplexe aus Zyklinen und zyklinabhängigen Kinasen hemmen kann. Hier gibt es ganze Proteinfamilien. All das ist jetzt für eine Einführungsvorlesung nicht entscheidend. Ich möchte Ihnen nur verdeutlichen, dass wir hier, um den roten Faden nicht zu verlieren, erheblich vereinfachen. Doch jetzt noch zu etwas ganz Wichtigem, den beiden wichtigsten Tumorsuppressorproteinen, das P53, was wir bereits besprochen haben, und das Retinoblastomprotein. Beide Tumorsuppressorgene sind in sehr vielen Tumoren inaktiviert. Fast die Hälfte aller Tumoren trägt Mutationen im P53 oder im Retinoblastom-Gen. Es gibt auch erbliche Veränderungen dieser Tumorsuppressorgene. Wenn man eine erbliche Inaktivierung des P53-Gens trägt, hat man ein erhöhtes Risiko für sehr viele unterschiedliche Tumoren. Man spricht vom erblichen Li
Frommeni-Syndrom. Und es gibt auch eine erbliche Defizienz des Retinoblastom-Gens. Sie erinnern sich, wir hatten das Retinoblastom-Gen besprochen. Es inaktiviert den Transkriptionsfaktor E2F, welcher dann, wenn er bei mutiertem Retinoblastom-Gen nicht mehr inaktiviert wird, ständig den Zellzyklus voranbringt. Und auch das führt zu Tumoren. Also es gibt Inaktivierungen des Retinoblastom-Gens in sehr vielen menschlichen Tumoren. Auch hier gibt es eine erbliche Veränderung, die dann zu einem ganz bestimmten Tumor führt, dem Retinoblastom beim Kind. Diese Kinder entwickeln, es sind Kleinkinder, einen ganz bestimmten Tumor, nämlich der Retina, der Netzhaut. Und darum müssen Kinderärzte bei kleinen Kindern immer den Augenhintergrund kontrollieren, um früh zu erkennen, ob sich vielleicht ein Retinoblastom entwickelt. Wenn man das früh merkt, kann man es heilen. Wenn man es zu spät merkt, dann kann die Erkrankung tödlich sein. Ja, wie kann es nun zu Störungen des Zellzyklusablaufs kommen? Ganz viele Mechanismen. Nur ein Beispiel. Viren können Vorzykline in die DNA inserieren. Und dadurch kann zum Beispiel die Abbausequenz gestört werden, sodass dann ein Zyklin nicht mehr richtig abgebaut wird. Und das führt häufig zum Zelltod. Es kann aber auch dazu führen, in selteneren Fällen, die dann aber sehr schwerwiegend sind, dass die Zelle beginnt, sich unkontrolliert zu teilen und dadurch ja, das erste Ereignis der Krebsentstehung ist. Wir haben die Tumorsuppressorproteine P53 und Retinoblastom besprochen. Auch hier können bestimmte Viren störend wirken, nämlich das Human Papillomavirus, das HPV-Virus. Es ist bekannt, dass das HPV-Virus oder bestimmte Stämme davon können Zervixkarzinome verursachen. Das ist Gebärmutter-Halskrebs. Und das liegt daran, dass diese Viren zwei Proteine bilden können, die man mit E6 und E7 abkürzt. E6 bindet an P53 und inaktiviert es. E7 bindet an das Retinoblastom-Protein und inaktiviert es. Und somit schaltet dieses Virus die beiden wichtigsten Zellzyklusbremsen aus und damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die infizierte mit HPV-Viren infizierte Zervix-Epithelzelle entartet und dass es zu Gebärmutter-Halskrebs kommt. Ja, was wir bis jetzt besprochen haben, ist ein reines Lehrbuchwissen, wo Prozesse in ihrem Ablauf einfach beschrieben werden. Wenn man aber genau Bescheid wissen möchte, sollte man auch wissen, woher denn dieses Wissen über die Mechanismen überhaupt kommt. Und das kommt immer aus ganz bestimmten Experimenten. Das ist natürlich jetzt zu weit für eine Erstsemestervorlesung, aber an wenigen Beispielen möchte ich Ihnen verdeutlichen, wie man denn überhaupt zu diesem Lehrbuchwissen kommt. Und das hier ist ein Klassiker. Die Zellfusion von einer Zelle in der Mitose mit einer Zelle in der G1-Phase. Es ist so, dass die Chromosomen in der Mitose kondensiert sind und darum kann man sie, wie hier gezeigt, gut darstellen. In der G1-Phase dagegen, also in der Zelle, die am Arbeiten ist, die sich gerade nicht teilt, da sind die Chromosomen mit ihrer DNA-Doppelhelix entspiralisiert, damit sie abgelesen werden können und somit sind sie nicht in dieser kondensierten Form. Man kann sie gar nicht färberisch in dieser Art darstellen. Wenn man jetzt eine Zelle in der Mitose mit einer Zelle in der G1-Phase fusioniert, also ein zellbiologischer Trick, die Fusion, wie man aus zwei Zellen eine Zelle macht, dann ziehen sich die Chromosomen der G1-Zelle auf einmal zusammen und werden sichtbar. Und so hat man das Zyklin B, also das Zyklin, welches die Mitose kontrolliert, so hat man dieses Zyklin entdeckt und bewiesen, dass hier ein Faktor
in der mitotischen Zelle sein muss, der dazu führt, dass sich Chromosomen zusammenziehen. Das ist noch ein sehr eleganter Versuch. Wie hat man herausgefunden, dass die Phosphorylierung von Lamin, und zwar an seiner endständigen Aminosäure, dem Serin, dazu führt, dass sich die Kernfaserschicht auflöst? Nun, dazu hat man das endständige Serin im Lamin durch eine andere Aminosäure ersetzt, nämlich durch das Alanin. Und ganz entscheidend ist, während Serin phosphoryliert werden kann, kann Alanin nicht phosphoryliert werden. Und jetzt hat man folgenden Versuch durchgeführt. Hier hat man, man redet von Wildtypzellen, das sind ganz normale Zellen, und die hat man mit Wachstumsfaktoren zur Zellteilung gebracht. Schauen wir uns mal an, was da passiert. Schauen wir zunächst auf die DNA. Die sieht man hier nur als amorphe weiße Masse in der G1-Phase. Und wenn dann die Mitose beginnt, dann kondensieren sich die Chromosomen und werden sichtbar und werden hier auf zwei Tochterzellen verteilt. Das ist also die DNA. Wenn wir dagegen auf das Lamin schauen, das ist hier durch Färbung mit Antikörpern dargestellt, dann sehen wir hier am Rand des Zellkerns das Lamin. Und dann, wenn die Mitose beginnt, ist das Lamin jetzt nicht mehr am Rand, sondern überall in der Zelle. Also damit hat sich die Kernfaserschicht aufgelöst und somit können zwei Tochterzellen entstehen. So ist das in der normalen Zelle. Und jetzt schauen wir uns die mutierte Zelle an, also die Zelle, in der das Serin im Lamin ersetzt worden ist durch eine Aminosäure, die nicht phosphoryliert werden kann. Schauen wir zunächst wieder auf die DNA. Auch hier kondensieren die Chromosomen und Sie können hier erahnen, wie die Zelle versucht, die Chromosomen trotzdem auf zwei Tochterzellen zu verteilen. Doch das gelingt nicht so recht, wenn wir hier auf das Lamin schauen. Lamin hier in der G1-Phase, da wo es sein soll, in der Kernfaserschicht. Aber in der Mitose immer noch Lamin zu erkennen, während es in den normalen Zellen schon aufgelöst ist. Also die Kernfaserschicht kann sich hier nicht auflösen, weil Phosphorylierung nicht mehr möglich ist. Und damit können sich auch die Chromatiden nicht auf die zwei Tochterkerne verteilen. Irgendwann wird diese Zelle jetzt untergehen und sterben. Also das war der Beweis, dass die Aminosäure Serin am Ende der Laminbausteine ganz wichtig ist, weil sie phosphoryliert wird und ganz wichtig ist dafür, dass sich diese Kernfaserschicht auflösen kann. Ja, jetzt noch etwas ganz Grundlegendes. Wie hat man herausgefunden, dass das Tumorsuppressorprotein einen G1-Block verursacht, also den Zellzyklus in der G1-Phase anhält? Dafür braucht man eine bestimmte Technik, die in der Zellbiologie absoluter Standard ist. Das ist die Durchflusszytometrie und das möchte ich Ihnen auch nochmal an der Tafel entwickeln. Zur Durchflusszytometrie. Das ist ein ganz grundlegendes Verfahren in der Zellbiologie, bei der einzelne Zellen analysiert werden. Und der Trick dabei ist, dass über eine Düse ein Flüssigkeitsstrahl verursacht wird und dann Zellen so in diesem Flüssigkeitsstrahl sind, dass sie vereinzelt sind. Also wird eine Kette aus einzelnen Zellen hergestellt. Und diese Zellen müssen gefärbt sein. Zum Beispiel kann die DNA mit einem Fluoreszenzfarbstoff gefärbt sein. Und jetzt wird diese Zelle angestrahlt, angeregt mit Licht und wir messen, wie viel Fluoreszenz wieder herauskommt. Und diese herauskommende Fluoreszenz wird über einen Detektor gemessen. Und jetzt gibt es Zellen, zum Beispiel in der G1-Phase, die weniger DNA haben
als Zellen in der G2-Phase. Also kommt mehr Photon aus der Zelle der G2-Phase. Und so werden Millionen Zellen in kürzester Zeit einzeln abgerastert auf ihren DNA-Gehalt. Und das kann dann dargestellt werden, in der Regel so, dass man den DNA-Gehalt auf der X-Achse darstellt und auf der Y-Achse ist dann die Häufigkeit der Zellen. Zellzahl und dann findet man G1-Phase-Zellen hier, G2-Phase-Zellen hier und dazwischen, da wo also die DNA-Synthese stattfindet, die Verdoppelung der DNA, das sind Zellen in der S-Phase. Und so kann man mit Durchflusszytometrie Zellen charakterisieren, in welcher Zyklusphase sie sich gerade befinden. Ja, nachdem wir nun wissen, wie die Durchflusszytometrie funktioniert, zum Versuch. Gearbeitet wird es mit kultivierten Zellen. Und wir haben jetzt besprochen, wie man erkennen kann, ob Zellen in der G1-Phase sind, nämlich über ihren DNA-Gehalt im Zellkern oder in der G2-Phase. Wir haben also hier Zellen in der G1-Phase, in der G2-Phase und hier rot eingezeichnet Zellen, die gerade im Übergang von G1 nach G2 sind. Das ist die Synthesephase. Und jetzt wird in diesen Zellen DNA-Schaden eingeführt, indem man sie mit ionisierenden Strahlen behandelt. Dadurch entstehen viele Brüche in der DNA, also ein Schaden, der durch P53 erkannt wird. Und wenn wir jetzt schauen, nach Bestrahlung, was hat sich hier verändert, wenn wir das vergleichen, dann sehen wir, dass die Synthesephase abgenommen hat. Das geht hier auf Null runter. Und das ist der sogenannte G1-Block. Also Zellen aus der G1-Phase können nicht weiter in die Synthesephase fortschreiten. Sie sehen vielleicht, dass auch noch die G2-Zellen ansteigen gegenüber der Kontrolle. Das ist dadurch erklärt, dass P53 zusätzlich zum G1-Block in diesen Zellen auch noch einen G2-Block verursacht. Das ist also die Situation in den normalen Zellen. Und jetzt, wie immer, wenn man wissen will, welche Funktion ein Protein hat, stellt man eine Mutante her. Also man verändert Zellen genetisch so, dass das interessierende Protein, hier P53, nicht mehr aktiv ist. Und dann untersuchen wir jetzt diese P53-defizienten Mutanten, genauso wie das mit den Wildtypzellen geschehen ist. Und hier haben wir die gleiche Situation ohne Bestrahlung. Und was ist jetzt anders nach Bestrahlung in den P53-defizienten Zellen verglichen mit den normalen Zellen? Nun, der G1-Arrest ist nicht mehr da. Die Zellen laufen trotzdem weiter in die Synthesephase, obwohl die Bestrahlung Schäden verursacht hat. Und ja, das ist somit formal bewiesen, dass das P53-Protein diesen Arrest bedingt hat. Und dass dieser Arrest nicht stattfindet, ist sehr problematisch. Das führt in der Regel dazu, dass die Zelle stirbt, wenn sie mit DNA-Schäden in die Synthesephase läuft. Es kann aber auch passieren, wenn die Zelle das überlebt, dass sie entartet und zu einer Krebszelle wird. So viel also zum Nachweis, dass der Tumorsuppressor P53 für den G1-Zellzyklusblock verantwortlich ist. Ein letzter Versuch. All diese Versuche sind übrigens historische Versuche, so in den 1990er Jahren gemacht, als ein Großteil dieser Erkenntnisse über den Zellzyklus gefunden wurden. Ich habe aber solche Versuche ausgewählt, die wirklich so genial waren, dass sie auch heute noch als vorbildlich gelten. Ja, jetzt zu der Frage,
Wie hat man herausgefunden, dass das Cyclin D, also das erste Cyclin in unserer Kette, für die DNA-Synthese unerlässlich ist? Dazu folgender Versuch. Wir kultivieren wieder Zellen und setzen Wachstumsfaktoren dazu. Und somit wird DNA-Synthese in den Zellen ausgelöst. Und diese DNA-Synthese weisen wir durch einen zellbiologischen Trick nach. Wir setzen den DNA-Basen ähnliche Base zu, die aber nicht dasselbe ist. Die heißt Bromdesoxyuridin, abgekürzt BRDU. Und die wird dann in die DNA eingebaut und hat den Vorteil, dass wir sie sehr gut mit Antikörpern nachweisen können und dann durch Grünfluoreszenz, durch grüne Farbe sichtbar machen können. Wir verwenden noch weitere Antikörper mit Fluoreszenzfarbstoffen. Dass überhaupt ein Kern vorhanden ist, das wird mit einem DNA-Farbstoff nachgewiesen. Hier der DNA-Farbstoff DAPI. DAPI zeigt hier die Position der Zellkerne durch blaue Fluoreszenz an. Dann BRDU, also der Marker, dass DNA-Synthese stattgefunden hat, wird durch grüne Fluoreszenz angezeigt. Und das überhaupt, und jetzt kommt der eigentliche Trick, es werden Cyclin-D-Antikörper hier in die Zelle injiziert. Und die Antikörper gegen das Cyclin-D, die binden das Cyclin-D und inaktivieren es. Und wenn wir jetzt einen Zweitantikörper gegen das Cyclin-D, der mit einem roten Fluorophor gekoppelt ist, ebenfalls damit die Zellen färben, dann sehen wir, in welche Zellen ist überhaupt das Cyclin D indiziert worden. Und das Schöne hier ist, dass in diese Zellen, 1, 2, 3, also in diese 1, 2, 3, hier wurden die Antikörper gegen Cyclin D indiziert und in diese zwei Zellen nicht. Und wir sehen, dass jetzt genau die Zellen, in die der Anticyclin-D-Antikörper indiziert worden ist, dass es hier zu keiner DNA-Synthese kommt, während die beiden Kontrollzellen, die keinen Antikörper bekommen haben, noch DNA-Synthese durchführen können. Das ist also ein experimenteller Hinweis, dass Cyclin-D für die DNA-Synthese ein wichtiges Protein ist. Ja, damit sind wir durch den Zellzyklus durch. Ein schweres, komplexes Thema. In einer Art Gewaltaktion haben wir nicht nur mehr als 100 Lehrbuchseiten zusammengefasst, sondern auch noch einige Experimente durchgenommen, um zu verdeutlichen, wie man auf ein solches Wissen überhaupt kommt. Und also eher ein wichtiges Thema, der Zellzyklus. Und wir werden die wichtigsten Aspekte dazu zu Anfang der nächsten Vorlesung noch einmal wiederholen. Vielen Dank.